Elisabeth I., englisch Elisabeth I., eigentlich Elisabeth Tudor, auch bekannt unter den Namen The Virgin Queen, The Maiden Queen, Gloriana oder gut Queen Bess, war von 1558 bis an ihr Lebensende Königin von England. Elisabeth war die Tochter von Heinrich VIII. und das fünfte und letzte Mitglied der Tudor-Dynastie auf dem englischen Thron. Ihre Mutter war Anne Boleyn. Ihre Regierungszeit als Königin von England und Irland von 1558 bis 1603 ist heute als elisabethanisches Zeitalter bekannt. In dieser Zeit erhielt die anglikanische Kirche ihre endgültige Ausprägung. Entstanden zahlreiche künstlerische Werke von Dramatikern wie William Shakespeare, Christopher Marlowe oder Ben Jonson. Aber auch Lyrik mit Sonetten und Liedgedichten. Wurden die modernen Wissenschaften mit Francis Bacon begründet und die Welt von Francis Drake umsegelt. Die erste englische Kolonie in Amerika wurde in dieser Zeit gegründet und zu ihren Ehren Virginia benannt.